Willkommen zu meinem nächsten Schrein. Der nächste Schrein befindet sich hier. Der ist auch wieder in der Höhle versteckt. Da ist hier der Eingang, wo man dann hier rein kann. Und der befindet sich hier. Und an dem ist ganz interessant, der ist einfach komplett überflutet. Ja. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das Wasser rauskriege. Deswegen kann die Lösung nur hier unten sein. Ach, ich sehe es schon. Ich dachte, das ist jetzt komplizierter. Aber von hier unten sieht man es ja schon. Ey, wieso hast du aufgehört? Ich habe aber keine Bombenpfeile mehr. Ich hoffe, das funktioniert so auch. Ja. Und jetzt kann das Wasser da abfließen, ja klar. Und ich dachte, das ist jetzt komplizierter. Da könnte sogar noch ein Rätsel drin sein. Ja. Ja, genau sowas mag ich. Da ist die Kiste. Kann ich nicht so nehmen. Was passiert, wenn ich da drauf hau? Dann verschiebt sich das alles. Warum? Also da kommt die Kugel. Ach was. Ich lasse die hier laufen. Oder gegen. Und sehe die Zeit zurück. Und es wird genau passen. Ja, natürlich. Dann geht die, ja, geht wieder zu und ich habe die Kiste noch nicht geholt. Die Kiste. Nee, kann ich auch nicht hochklettern. Die Frage, komme ich da hinten eigentlich lang? Würde ich da drauf gehen? Oh.
Und er hält sich nicht fest. Nee, das geht nicht. So, wenn ich... Oh, ja, wenn man es verschiebt, natürlich. Ja. Ich hab's nicht gesehen. Ja, ist klar. Ist klar, weil da ja dann der Boden ist und dann kann man den Deckensprung machen. Das habe ich leider nicht gesehen. Das war's dann auch schon mit dem Schrein. Ihr könnt mir gerne ein Abo da lassen oder einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.